Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Adalbert Stifter. Das Heidehaus. Eine gute Wegstunde von dem Rossberge stand ein Haus, oder vielmehr eine weitläufige Hütte. Sie stand am Rande der Heide, weit ab jeder Straße menschlichen Verkehrs. Sie stand ganz allein, und das Land um sie her war selber wieder eine Heide. Das Haus war ganz aus Holz, fasste zwei Stuben und ein Hinterstübchen, alles mit mächtigen, braun-schwarzen Tragbalken, daran manch Festkrüglein hing, mit schönen Trinksprüchen bemalt. Die Fenster, licht und geräumig, sahen auf die Heide, und das Haus war umgeben von dem Stall, Schuppen und der Scheune. Es war auch ein Gärtlein davor, worin Gemüse wuchs, ein Holunderstrauch und ein alter Apfelbaum standen. Weiter ab waren noch drei Kirschbäume und unansehnliche Pflaumengesträuche. Ein Brunnen floss vor dem Hause, kühl, aber sparsam. Er floss von dem hohlen, starken Holzschaft in eine Kufe nieder, die aus dem einzigen Heidestein gehauen war.